Der Presseclub kommt aus Köln. Der nächste Anruf auch. Herr Blum, einen schönen guten Tag. Ja, recht schönen guten Tag. Ich habe eine Frage in die Runde. Ich habe ein großes Problem damit, wie hier ein Aufschwung definiert wird. Und zwar deshalb, weil, wie eben schon gesagt wurde, wenn der Abschwung um 5% gewesen ist und hier ein Aufschwung von 3,7 als Aufschwung dargestellt wird, besteht da für mich eine große Differenz, um auf den Nullpunkt zu kommen. Das bedeutet also, für mich bedeutet, dass erstmal die 5% Abschwung ausgeglichen sein müssen, um auf Null zu kommen. Wo sehen Sie hier denn einen Aufschwung? Danke. Dankeschön, Herr Blum. Also ein Satz dazu. Ja. Schauen Sie sich den Swing an. Das ist eine, jetzt muss ich wirklich fast auch in Euphorie ausbrechen, was ich ungern tue heute Morgen. Sie haben minus 4,7% und haben im nächsten Jahr plus 3,6%. Sie haben einen Swing, der größer ist als 8%. Das heißt also aus der Talsohle raus. Insoweit kann man von einem, oder muss man, sonst weiß ich als Ökonom nicht mehr, worüber wir reden, man muss von einem Aufschwung reden. Aber wir reden dafür auch über zwei Sachen. Erstens, wer beteiligt, wer wird beteiligt? Zweitens, wie können wir die wirtschaftliche Entwicklung stabilisieren? Aber was Herr Blum meint, ist, es ist so stark eingebrochen, dass es sich jetzt gerade erholt. Damit hat er recht. Aber für das subjektive und psychologisch auch rechtfertigbare Gefühl der Menschen sind Differenzerfahrungen immer wichtig. Richtig. Also die Differenz, das ist fürs Glücksgefühl, aber auch tatsächlich fürs Wohlstandsgefühl. Wenn es einbricht, empfindet man das sehr negativ. Und wenn es aufwärts geht, wird genau die Differenz als positiv empfunden. Und da würde ich sagen, sind wir froh, dass wir diese, wir sind ja auch auf hohem Niveau eingebrochen. Nun sind wir auf weniger hohem Niveau, wachsen wir wieder. Was gibt es Schöneres? Herr Müller ist am Telefon.